Einladung, hier sprechen zu dürfen. Sie können sich vorstellen, wie glücklich ich bin, dass es den Chiemgauer gibt, nachdem ich da am Anfang wohl mit Christian zusammen diese Idee auch entwickeln konnte und den allerersten Vortrag halten durfte vor 10 Jahren, als die Sache eröffnet wurde. Und das ist schon ein für mich sehr bewegender und, wie soll ich sagen, ein großer Moment in meinem Leben, wo ich mich nun langsam ein Dreivierteljahrhundert nähere in meinem Alter, dass jetzt sozusagen die Saat aufgeht, die ich vor 30 Jahren gesät habe. Denn seit 30 Jahren habe ich gespielt das Kind in des Kaisers neue Kleider. Das sagt, während alle den Kaiser bewundern, obwohl er nackt ist, sagt das Kind, aber er hat doch gar keine Kleider an. Der Kaiser, das ist unser Geldsystem. Die Hofschanzen, das sind die Banker und Ökonomen, die sich nicht trauen, öffentlich die Wahrheit zu sagen, dass dieses Geldsystem, was wir zurzeit haben, auf Dauer nicht Bestand haben kann, weil sie damit ihre Stelle und ihren Lebensunterhalt aufs Spiel setzen. Die Mehrheit der Mainstream-Ökonomen ist leider immer noch daran interessiert, neue und komplexere Regeln zu erfinden, die immer weniger Menschen verstehen, die aber das System noch ein wenig länger vielleicht am Leben erhalten können und den unausweichlichen Zusammenbruch des Systems noch auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Statt dass sie das System entlarven und damit vielleicht helfen, Veränderungen einzuleiten, die nachhaltig zu einer Systemstabilität führen könnten. Aber es gibt Ausnahmen und es gibt Beispiele wie dieses und das macht mich hoffnungsfroh. Ja, vielleicht soll ich doch mal kurz sagen, was mich hoffnungsfroh macht. Ich bin eben an einem Kiosk vorbeigegangen. In der Bild-Zeitung heute, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Zinsrutsch. In der Süddeutschen. Brüssel weicht die Sparziele in Europa auf. Wegen der schlechten Wirtschaftslage will die Kommission Paris bis 2015 Zeit zum Sparen geben. Außer Frankreich empfehlen auch noch Spanien und die Niederlande die Defizitgrenze. Also seit 2008 kann ich nur sagen, ist das Thema Geld in aller Munde und das ist nach einer Zeit, wo ich glaubte, dass ich verrückt bin, weil ich sah, dass dieses Geldsystem irgendwann zusammenbrechen musste und da Millionen Banker in aller Welt mir tagtäglich bewiesen, es geht doch, was willst du überhaupt, ja? Ist das schon jetzt seit 2008 eine völlig neue Situation und das ist natürlich auch die große Chance, die wir haben. Ich möchte einfach jetzt insgesamt 6 Bücher oder Autoren vorstellen, einmal eine Autorengruppe, die seit den letzten 4-5 Jahren mehr und mehr die das System kritisieren. Weil darum geht es. Also es geht mir hier überhaupt nicht darum, den Finger auf einzelne Leute zu zeigen und zu sagen, der macht das verkehrt oder so. Was wir brauchen, ist ein Systemwechsel. Und das ist Gott sei Dank auch jetzt langsam immer mehr kommt es in die Köpfe der Ökonomen. Und ein sehr berühmter Mensch, der auch Ökonom ist, Dennis Meadows, der den ersten Club of Rome-Bericht mit verfasst hat, 1970, den alle älteren Semester hier noch kennen, der hat jetzt tatsächlich auch entdeckt, dass das Geld nicht, wie sie damals glaubten, ein neutraler Schleier über der Wirtschaft ist, sondern dass dieses Geldsystem mit Nachhaltigkeit absolut nichts zu tun hat. Und dieses Zitat kommt aus einem Buch, was ich nachher noch ein bisschen näher beschreiben werde. Und er sagt, es bewirkt dieses Geldsystem in der Wirtschaft Boom- und Bust-Cycle, also Aufschwung, Abschwung, schnell und immer schneller. Es erzeugt kurzfristiges Denken, es erfordert Wachstum ohne Ende, es konzentriert den Reichtum und es vernichtet das Sozialkapital. Und das kommt dann dabei raus, das ist eine etwas ältere Darstellung, wie die Schulden sich entwickelt haben in den einzelnen Ländern in Europa. Wir reden immer über Griechenland. Also was ich mit dieser Abbildung nur zeigen will,
Es betrifft alle Länder. Es gibt in Europa vermutlich auf der Welt fast kein Land, was auch nur hoffen kann, seine Schulden zurückzuzahlen. Wir sind allesamt in der Schuldenfalle. Und wenn es uns in Deutschland noch ein bisschen besser geht und wir eine Zeit lang vielleicht noch andere Länder unterstützen können, dann wird auch das eines Tages ein Ende haben. Und dann sagt Sabati, die Menschen fragen, welches Ende wird das nehmen? Und die Antwort, die er sagt, wenn auch die Retter, das sind wir, unter den Schirm schlüpfen müssen, geht der Währungsunion das Licht aus. Wann das sein wird? Der Lateiner antwortet, mors certa, ora incerta. Der Tod ist gewiss, die Stunde ist ungewiss. Also wir können es leider, also es ist, die Frage kommt immer wieder, nicht nach jedem Vortrag kommen Leute auf mich zu und sagen, und wann passiert es? Und es kann, jeder, der darauf eine feste Antwort hat, misstrauen Sie dem bitte. Es hat keiner eine Antwort. Wir wissen nicht, wie lange in dieser Welt noch an irgendeiner Stelle der Zins erwirtschaftet werden kann und die Kredite vergeben werden kann, die notwendig sind, um dieses System am Laufen zu halten. Ich würde gerne jetzt diese 6 Bücher vorstellen, oder insgesamt 7, weil das erste sind 2 Bücher, die ich in den letzten Monaten gefunden habe, die mir die Richtung anzugeben scheinen, in der das Ganze sich jetzt, die Diskussion sich entwickelt. Da gibt es verschiedene Lösungen. Und was ich noch nicht gefunden habe, ist ein Buch, in dem gesagt wird, dass wir eigentlich alle dieser Lösungen gut gebrauchen können und dass sie sich nicht widersprechen. Da ist also zuerst einmal Michael Hudson, ein Harvard-Professor aus den USA, der in Deutschland noch wenig veröffentlicht hat. Und David Graeber kennen Sie vielleicht, das Buch über Schulden, die ersten 5000 Jahre. Und Graeber ist eigentlich ein Schüler von Hudson, die beide sagen, wir brauchen einen Schuldenschnitt. Und Hudson hat also diese 5000 Jahre geschichtlich durchdrungen und sagt, überall, wo Länder, wo Herrscher, wo Regierungen sich entschlossen haben, einen Schuldenschnitt zu haben, wenn sozusagen die Schulden nicht mehr rückzahlbar sind, beziehungsweise die Vermögenden so vermögend sind, dass sie auch nichts mehr davon hergeben wollen und da eine Art wirklicher Krise Richtung eigentlich Finanzdiktatur entsteht. Die einzigen Länder, die da einigermaßen herausgekommen sind, sind die Länder, die einen Schuldenschnitt veranstaltet haben. Das heißt, da werden Schulden erlassen und aber damit auch Vermögen vernichtet. Und wenn zum Beispiel Herr Schäuble immer sagt, wir müssen die Staatsschulden verringern, dann verschweigt er uns eben den anderen Teil der Wahrheit. Und das ist das Problem mit unserem Geldsystem. Es sagt kein Mensch richtig, wie es denn eigentlich funktioniert. Nämlich, dass auch Vermögen vernichtet werden. Denn jede Schuld ist auf ein Vermögen abgedeckt. Und diese beiden Bücher, das linke, diese Bubble and Beyond, wird jetzt gerade in Deutsch übersetzt. Dieses Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre, ist inzwischen eigentlich in sämtlichen größeren Zeitschriften besprochen worden und ist eigentlich ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Auf dem Titel steht schon, jeder Umsturz, jede Revolution beginnt mit Schulden, welche die Gesellschaft nicht mehr bezahlen kann. David Graebers großes Buch zeigt uns, wo wir stehen. Eine Befreiung. Und Michael Hudson hat darin etwas, was ich auch noch nicht begriffen hatte. Er ist ja eigentlich ein Kommunist, er ist sogar der Patensohn von Trotzki. Als er geboren wurde in Amerika, war Trotzki gerade zu Besuch bei seinen Eltern und dann wurde er Patenonkel für Michael Hudson. Und Michael Hudson ist also ein wirklich Freund des Kommunismus, aber er sagt, Marx hat überhaupt nicht verstanden, dass tatsächlich eines Tages die Finanzindustrie mächtiger sein würde als der Produktionssektor. Und deswegen musste er den Produktionsbereich sozusagen verstaatlichen, statt die Finanzindustrie zu verstaatlichen und damit vielleicht eine völlig andere Geschichte anzuregen. Also ich will hier nur kurz auf diese Bücher hinweisen, die ich alle für außerordentlich wichtig halte. Was ich wie ein Krimi gelesen habe, ist das Buch von Joachim Stabatti. Es heißt Der Tatort Euro und der Untertitel lautet Bürger schützt das Recht, die Demokratie und euer Vermögen.
Und er plädiert für die Abschaffung des Euro. Das ist also eine andere Lösung. Ebenso wie die neue Partei Alternative für Deutschland. Beide lehnen diese milliardenschweren Rettungspakete ab und fordern eine Rückverlagerung der Kompetenzen auf die nationale und regionale Ebene. Also die Region wird ja eigentlich immer mehr zu der neuen Größenordnung, die eigentlich alle, die einigermaßen vernünftig akzeptieren, als eine ganz wesentliche Größe, die wir neu entdecken müssen. Und wenn Sie irgendwo lesen wollen, wie wenig die Ökonomen, die den Euro eingeführt haben, und die Politiker auch, wie wenig die vom Thema Geld verstehen, dann lesen Sie bitte dieses Schnapperti-Buch. Ja, es läuft einem kalt über den Rücken, wenn man überlegt, dass die Gesellschaft in der Hände solcher unwissenden Fachleute und Politiker sind, die wir wählen. Den Politikern kann man es ja vielleicht noch gar nicht so, so anrechnen, weil das sind ja keine Fachleute. Also die sind ja alle, die kommen ja aus unterschiedlichen Berufen und so weiter. Aber dass die Fachleute da auch noch so daneben argumentieren, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und auch die Einführung von Hans-Magnus Enzensberger ist sehr witzig, weil er da versucht herauszufinden, hat er so eine Art Frage-Antwort-Spiel veröffentlicht, was diese verschiedenen Abkürzungen, ESM, MES, FM und sowas, was das bedeutet, und kein Mensch hat eine Ahnung. Die dritte Lösung, die ich gerne vorstellen möchte, ist der sogenannte Chicago-Plan oder das Vollgeld. Der Chicago-Plan ist ein Plan, der in den 30er Jahren von Fischer und von vielen bekannten Ökonomen entwickelt wurde und der jetzt von zwei Mitarbeitern des Internationalen Währungsfonds, nämlich Jaromir Benes und Michael Krumhoff, simuliert wurde und die beide gezeigt haben, dass all die Annahmen, die in den 30er Jahren von diesen Ökonomen postuliert worden sind, dass die alle zutreffen würden und dass das ein sehr gutes Mittel wäre, Amerika aus der Schuldenfalle zu entlassen, die meisten anderen Länder auch. Und was ich eben spannend finde, ist, dass letzten Endes das übereinstimmt mit Bewegungen, die es in der Schweiz gibt. Da ist ein Professor, Philipp Mastronardi, der das Finanzmarktreform nennt. In Deutschland gibt es Josef Huber und eine ganze Gruppe, die das Monetative nennen. Die Monetative ist die vierte Säule im Staat, neben der Legislative, Exekutive und Judikative, die nur dafür zu sorgen hat, dass das Geldsystem stabil bleibt. Und da kommen immer mehr Leute dazu, dass das eigentlich sinnvoll ist, wenn man sich überlegt, dass jetzt die Regierung sich das Geld bei den privaten Banken leihen muss, um die privaten Banken zu retten. Dann fragt man sich, wie viel verrückter kann das eigentlich noch werden, ohne dass die Leute zu Millionen auf die Straßen gehen und protestieren, dass sie für dumm verkauft werden. Also ich persönlich finde, das ist eine wirklich diskussionswürdige Idee und es wird tatsächlich auch, und Krumhoff war neulich bei einem Treffen in Berlin, wo auch das von Herrn Huber organisiert worden war, ein sehr spannendes Treffen. Stephen Zalenga heißt der Mann in den Vereinigten Staaten, der die Monetary Reforms, eine ziemlich große Bewegung dort, und James Robertson in England. Monetary Reform nennen die beiden das, und alle befürworten eine Zentralbank, die dem Staat das Geld zinsfrei zur Verfügung stellt. Und das Ziel ist, Wirtschaftsleistung und Wohlstand anzukurbeln und das Finanzsystem stabil und sicher zu machen. Dafür dürfen dann die Geldinstitute nur dann neue Darlehen vergeben, wenn sie im gleichen Ausmaß über Bargeldreserven verfügen. Und wie Sie vermutlich wissen, würde das das gesamte Bankwesen auf den Kopf stellen. Dazu müssen Sie aber wissen, dass die sogenannte Finanzindustrie, das ist ja schon mal eigentlich auch ein Witz, dass wir da von Industrie sprechen, die produzieren ja in dem Sinne nichts, aber die Finanzindustrie gibt Millionen pro Tag in Brüssel aus, dass sich an dem System nichts ändert, Lobbyarbeit. Und nichts könnte der Finanzindustrie mehr sozusagen Schaden in Anführungszeichen zufügen, als dass dieser Plan durchgesetzt würde. Und deswegen kann man da ziemlichen Widerstand erwarten aus dieser Ecke. Ein völlig anderes Buch und einen völlig anderen Ansatz hat Charles Eisenstein. Charles Eisenstein, das ist vielleicht der Mann, und das Buch, die Sacred Economics heißt das Buch in Englisch und es heißt Ökonomie der Verbundenheit in Deutsch,
wie das Geld die Welt an den Abgrund führte und wie sie dennoch jetzt retten kann. Ich habe dafür die Ehre gehabt, ein Vorwort zu schreiben und habe das deswegen sehr, sehr genau lesen müssen. Es ist ein wundervolles Buch. Es ist wirklich, es berührt das Herz, weil er genau zeigt, wie das Geld das trennende Element ist zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Gott, wie Sie es auch nennen wollen. Geld ist das, was sozusagen dazu beiträgt, dass wir ein kaltes soziales Klima, ein immer kälteres soziales Klima haben. Und wie sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer mehr Dinge, die vorher gemeinschaftlich geregelt wurden, über Geld regeln lassen. Ob das die Pflege von alten Menschen ist, ob das die Kindererziehung ist, was auch immer, wo immer das Geld eine Rolle spielt, plötzlich hat man was bezahlt und hat keine Verpflichtung mehr. Und dieses Verpflichtetsein, sich gegenseitig dankbar sein, wird immer mehr sozusagen an den Rand gedrückt. Also ich finde, es ist ein Buch, was sich wirklich zu lesen lohnt. Und er bringt eben als Lösung in erster Linie komplementäre und umlaufgesicherte Währungen. Und das ist so zum Beispiel der Kienbauer. Und ich habe ihn, als wir zusammen in München bei einer Veranstaltung bei den Vortrag halten durften, habe ich ihn mit hierher gebracht und habe ihn der Kienbauer-Gruppe vorgestellt. Wir hatten einen ganz, ganz schönen Nachmittag und wundervolle Diskussion mit ihm. So, jetzt kommt als fünfte Lösung jemand, der hier im Saal sitzt, Professor Kreis, Christian Kreis. Sehe ich heute zum ersten Mal. Wir haben über E-Mail miteinander korrespondiert. Wir kennen uns aus der Literatur. Und ich hatte gerade von demselben Verlag, der auch den Eisenstein und andere Bücher veröffentlichte, den Europa-Verlag, ein Angebot bekommen, ein neues Buch zu schreiben. Und dieses Buch, der Arbeitstitel hieß Die Finanzdiktatur. Und eines Tages bekomme ich von Herrn Kreis eine E-Mail, wo er sagt, könnten Sie bitte für mein Buch einen Klappentext schreiben. Und dieses Buch heißt Der Profitwahn, warum sich eine menschengerechtere Wirtschaft lohnt. Und ich begann also das Buch zu lesen und stellte fest, mein Gott, das ist ja, was ich gerade schreibe, das Buch. Also ist mir in meinem Leben auch noch nicht passiert. Er zeigt also in dem Buch auf, welche heiligen Kühe der Ökonomie es zu schlachten gilt, also besonders der Begriff Eigentum und Geld und wie wir uns aus den Zwängen unseres Verständnisses von diesem Eigentum und Geld, insbesondere von der Zinsthematik, befreien können. Und ich habe ihn dann angerufen, habe ihm das erzählt, wie mich das überrascht hat. Gerne schreibe ich natürlich den Klappentext für das Buch. Und dann hat er sofort auch gesagt, ja, wollen wir nicht das Buch zusammenschreiben? Weil ich hätte natürlich noch ein bisschen mehr über komplementäre Währungen gesagt. Aber dann stellte sich raus, mein Verleger hätte das akzeptiert, dass wir das zusammen veröffentlichen. Sein Verleger hatte aber einen Vertrag und hat das nicht akzeptiert. Also jetzt kommt das Buch raus als sein Buch und ich bin richtig glücklich, dass das jetzt so schnell rauskommt. Und das wäre eben bei einer Zusammenarbeit, hätte sich das hinausgezögert. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es ganz viele Leute lesen und dann die richtigen Fragen an die Politiker stellen. Das ist nämlich da. Und er hat vor allen Dingen ganz im Unterschied zu vielen anderen Ökonomen den Mut, darin auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man über Steuern, über andere Möglichkeiten, also dieses System wieder verändern kann und wie wir uns gerade noch vielleicht retten können. Also ich finde es sehr lesenswert und ich habe jetzt mein Buch aufgegeben. Aber was mir klar geworden ist, als ich diesen Vortrag vorbereitete, war, dass diese, sagen wir mal, alle, die ich jetzt zitiert habe, alle diese Autoren haben irgendwie eine Lösung. Und aus meiner Sicht gehören diese Lösungen zusammen. Ich glaube nicht, dass eine Lösung tatsächlich uns erlösen wird, sondern dass wir die unterschiedlichen Dinge zusammenbringen müssen. Und das Buch gibt es noch nicht. Also hat mir dieser Vortrag auch geholfen, vielleicht eine neue Perspektive zu entwickeln. Und vielleicht machen wir das zusammen mit dem Kreis und ich. So, dann gibt es noch ein letztes Buch und daran schließe ich dann nämlich meine eigentlichen Ausführungen noch an. Das ist Bernard Lietard, das ist der Co-Autor zu dem Regionalwährungsbuch, wie einige von Ihnen wissen. Er hat zusammen mit Christian Arnsperger, Sally Görner und Stefan Bodengruber ein wissenschaftlicheres Buch veröffentlicht, in dem er nachweist, dass die Einführung von komplementären Währungen soziale, ökologische und kulturelle Probleme ohne neue Steuern und Gesetze lösen kann. Und beweist dies anhand zahlreicher Beispiele.
Also wenn mich ein Taxifahrer fragt, was machen Sie denn? Dann sage ich, ich versuche, das Geldsystem zu verändern. Dann sagt er, wieso? Und ja, sage ich dann, das heutige Geldsystem hat ein Ziel. Und das Ziel ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und alle anderen Ziele, sozialer, ökologischer, kultureller Art, haben es ganz schwer, an Geld zu kommen. Und deswegen brauchen wir neue Geldsysteme, die diese Ziele fördern. Und so wie die Regionalwährung die Entwicklung der Region fördern kann, so können andere Währungen, die ich gleich zeigen will, das auch andere Ziele fördern. Und das ist jetzt dank auch ein bisschen meiner Hilfe, dieser Europa-Verlag. Berlin ist ein sehr spannender Verlag von Christian Strasser gegründet. Der hat im Dritten Reich die Veröffentlichung der Juden veröffentlicht in der Schweiz, die in Deutsch nicht veröffentlicht werden durften. Und aus dieser geschichtlichen Situation hat Herr Strasser diesen Verlag aufgekauft und wird jetzt lauter Bücher, kritische Bücher zum heutigen System veröffentlichen. Und dieses ist das Buch, aus dem ich das erste Zitat entnommen habe von Dennis Meadows, wo er sagt, also das System funktioniert deswegen nicht. Und Werner Lietat beschäftigt sich zum Beispiel auch mit dem Chicago-Plan da drin und zeigt auch, dass der Chicago-Plan alleine nicht funktioniert. Ich werde das gleich noch ein bisschen deutlicher machen. Und er nimmt sozusagen alle Lösungen, die es im Moment gibt, und weist nach, dass die alle irgendwo zu kurz greifen und dass wir diese komplementären Währungen brauchen. Also ich finde es ein unglaublich logisches, gut argumentiertes, wissenschaftlich fundiertes Buch. Und ein Detail, was ich noch nicht wusste, möchte ich Ihnen gerne hier noch mitteilen. Also es gibt in Frankreich tatsächlich so eine Art Beweis, wie der Zins zu der Staatsverschuldung beiträgt in der Art und Weise, wie wir heute unser Geld schaffen. Und zwar hat es 1973 eine Veränderung im Gesetz gegeben. Bis dahin, zwischen 1936 und 1973, konnte sich nämlich der französische Staat bei seiner Zentralbank das Geld ohne Zinsen leihen. Und dann haben sie dieses Gesetz geändert und seitdem muss der Staat sich das Geld also von den privaten Banken leihen und auch um die Banken zu retten zum Beispiel. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte er bis 2009 also 1,3 Milliarden an Zinszahlungen gespart. Und hier sieht man, diese Grafik stammt also aus diesem Buch, dummerweise zwischen 1973 und 1979 hat man nicht die Daten, aber seitdem hat man die Daten. Und da war es so, dass die Staatsverschuldung 21% des Bruttoinlandsprodukts betrug und dann ist es gestiegen bis 2009 auf 78%, das ist inzwischen über 100%. Und wenn dieses Gesetz nicht geändert worden wäre, wenn also der Staat weiterhin zinsfreie Kredite hätte bekommen können, wäre das bei 8,6% gelandet. Da sieht man also ganz deutlich, das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit großen Staatsausgaben, sondern das hat einzig und allein mit dem Zinsthema zu tun. Also ich finde, das ist ein wichtiges Beispiel. Und was ich aber jetzt zeigen möchte, ist, dass es alleine eben nicht reichen wird. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das reicht doch dann, wenn wir einfach keine Staatsverschuldung mehr haben, die Privaten sollen sich gefälligst nicht so viel Schulden machen, dann wäre doch alles in Ordnung. Ja, aber wenn man sich das anguckt, das System funktioniert halt nur dadurch, dass neue Kredite geschaffen werden, neues Geld und damit ein exponentielles Wachstum notwendig ist. Und hier sieht man von Helmut Kreuz eine Grafik. Der Staat, das ist blau, die Geldvermögen sind ab, die Schulden sind massiv gestiegen, also um ca. das Dreifache. Ganz sicher haben die Unternehmen große Schulden und geschrumpfte Vermögen und am meisten sind die Privathaushalte. Und das ist natürlich nicht etwa gleichmäßig verteilt, sondern da haben wir ja auch nach dem neuen Reichtumsbericht der Bundesregierung, wissen wir, dass die letzten 10%, also unendlich viel mehr Geldvermögen angehäuft haben und diese Geldvermögen müssen sozusagen bedient werden. Also ganz wichtig ist mir dabei zu zeigen, dass wenn nur der Staat zinsfreie Gelder bekäme, dass das nicht ausreicht. Also wie wenig die Politiker überhaupt verstehen, dass das Schulden und Vermögen immer spiegelbildlich sich entwickeln, zeigt eine Geschichte von einem Freund, der einen Bundeskanzler beim Wahlkampf auf der Straße trifft und sagt, Herr so und so, Sie wissen, dass wenn Sie immer sagen, wir müssen unsere Staatsschulden abbauen, dass wir auch die Vermögen abbauen müssen. Und dieser Politiker, der nachher Kanzler wurde, hat das einen Moment drüber nachgedacht und sagte dann, so einen Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört.
das ist sozusagen der Stand der Politik. So, jetzt würde ich gerne das zeigen, wozu ich 20 Minuten brauche, um das zu erklären, wo denn eigentlich der Knackpunkt liegt. Und meine Partnerin und Freundin, Journalistin und Filmautorin Katrin Latsch, hat dazu einen Film gemacht, der das in 7 Minuten erklärt. Und den dachte ich, den gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin gestern aus Hamburg gekommen und freue mich, Ihnen den Film vorzustellen, der hoffentlich mal die Arbeit erleichtern wird. Ich würde im Vorwege gerne sagen, ich habe Sie im Januar 2009 kennengelernt. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich mit Umweltthemen beschäftigt gewesen. Und dann kam 2008 der große Finanzcrash und in jedem Übel, in jeder Katastrophe steckt auch ein bisschen was Schönes. Und für mich war das Gute an dem Finanzcrash, dass ich Marit Kennedy kennengelernt habe. Wir haben uns im Januar 2009 das erste Mal unterhalten und diesen Dialog immer weitergeführt. Und ich war sehr fassungslos zu Anfang, wie groß das Unwissen ist. Ich denke, dass das, was Margret in ihrer letzten Grafik gezeigt hat, zeigt, dass wir ein Schuldgeldsystem haben und die allermeisten Menschen verstehen halt nicht, was das bedeutet, ein Schuldgeldsystem zu haben. Und ich hoffe, dass dieser kleine Film, in der die drei Missverständnisse, die Margret Kennedy schon seit Jahrzehnten erklärt, dass der das Verständnis ein bisschen schneller voranbringt. Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen 2 Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent. In der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. Auf wie viel hätte sich der eine Cent nach 52 Wochen vermehrt? In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. Erfahrungen haben wir mit dem natürlichen Wachstum. Das entwickelt sich erst schnell, wird dann langsamer und hört irgendwann auf. Auch lineares Wachstum verstehen wir. Dann wächst zum Beispiel die Wirtschaft um den gleichen absoluten Betrag. Und durch diese Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttosozialprodukt, ist unser Geld gedeckt. Nun wachsen aber die Geldvermögen schneller als die Realwirtschaft. Unter anderem durch die Zinszahlungen und durch die Wiederanlage der Zinsen, den sogenannten Zinseszinseffekt. Bei einer Verzinsung von 3,5% verdoppeln sich die Geldvermögen alle 20 Jahre. Bei 7% schon alle 10 Jahre. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System.
Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder, der Geld anlegt, bekommt doch Zinsen oder genauer gesagt eine Liquiditätsverzichtsprämie. Denn Zinsen setzen sich zusammen aus den Kosten der Bank, dem Inflationsausgleich, der Risikoprämie und der Belohnung für den Sparer, dass er sein Geld zur Verfügung stellt. Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung. Von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Die wichtige Frage bleibt nun: Können wir dies erreichen? Und wie? Ja, und wir planen eigentlich noch eine ganze Serie von Filmen
zu den Lösungen. Also was gibt es an verschiedenen Lösungen? Es gibt ja schon wunderbare kurze Fernsehfilme, die zeigen, wie der Chiemgauer funktioniert, die ich da auch immer unheimlich gerne zeige, weil dadurch kriegt das Ganze dann plötzlich auch eine Realität. Also seit 2003, heute also seit etwa 10 Jahren, gibt es den Chiemgauer. Wohl kaum jemand hat sich bei der Einführung vorstellen können, dass dieses Schülerprojekt im Laufe der Jahre nicht nur eines der ersten Projekte seiner Art, sondern auch eine der erfolgreichsten Regionalwährungen Deutschlands, ja in Europa, werden würde. Es hat sich als Vorbild für zahlreiche Regionalwährungen im In- und Ausland bewährt und ist zum Hoffnungsprojekt für viele geworden, die in der Umsetzung von regionalen und anderen komplementären Währungen einen Weg zur Befreiung aus der Vorherrschaft eines immer zerstörerischen Geldmonopols sehen. Während man über die Entwicklung des Chiemgauers meist Erfreuliches hört, ist die Entwicklung des Euro ein einziger Knoten von unlösbaren Problemen geworden. Sicherlich haben die Initiatoren beider Währungen am Anfang große Erwartungen in ihre Arbeit geknüpft. Beim Chiemgauer, dass diese Währung zu einer positiven regionalen Wirtschaftsentwicklung im Chiemgau beitragen würde, beim Euro, dass dieser die wirtschaftliche und politische Integration Europas voranbringen würde. Beide haben auch Rückschläge hinnehmen müssen und dass es beide Währungen noch gibt, ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass die Verantwortlichen sowohl beim Chiemgauer wie auch beim Euro mit größtem Einsatz für das Überleben der Währung kämpfen. Hier enden aber auch die Gemeinsamkeiten. Um den Euro einzuführen, bedurfte es einer groß angelegten Kampagne, in der viel Prominenz aufgeboten wurde, um die Bürger davon zu überzeugen, dass der Euro eine gute Sache sei. Selbst Bertie Vogts, damals Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat mitgemacht. Er erläuterte die Vorteile des Euro mit Weisheiten aus der Fußballwelt. Wer das in Vortragsreden persiflierte, konnte sich immer mit Gelächter schmücken. Diese Medienkampagne wurde dann auch rasch wieder eingestellt und stattdessen Botschafter aus dem Bundeskanzleramt ausgeschickt, um die Meinungsbildner bei Industrie- und Handelskammern oder auch beim Sparkassenverbänden in Vorträgen über die Vorteile des Euro zu informieren. Auch wenn diese in den Vorgesprächen ihre Sorgen nicht verhehlten, lobten sie öffentlich die politische Weisheit des Kanzlers. Dass diese Aktivitäten Erfolg hatten, konnten die Leser jeden Morgen in der Zeitung feststellen. Es gibt auch in der modernen Demokratie wirksame Methoden, die Medienwelt zu instrumentalisieren. Und noch immer setzt die Bundesregierung unter Frau Merkel und Herrn Schäuble Unsummen von Euro für die Rettung des Euro und die Rettung der großen systemrelevanten Banken auf Kosten der Steuerzahler ein, unter dem Motto, es gibt keine Alternative. Wie lange sich die Steuerzahler dies noch gefallen lassen, ist eine der großen und wesentlichen Fragen unserer Zeit. Im Gegensatz zum Euro haben die Initiatoren des Chiemgauer viele andere Regionalwährungen in Deutschland und im europäischen Ausland einen Großteil ihrer Freizeit geopfert und einen wenig angemessenen Lohn für ihre Arbeit bekommen. Ich sage immer, diese Regionalwährungen sind im Grunde genommen Laboratorien für einen anderen Umgang mit Geld. Und wenn man sich vorstellt, dass sämtliche anderen Laboratorien in Deutschland, ob das Chemie, Physik, Mathematik, Biologie ist, dass die nur mit ehrenamtlichen Kräften besetzt würden und von privaten Spenden abhängig sind, wissen Sie, die Forschungslandschaft in Deutschland würde sofort zum Erliegen kommen. Sofort. Aber hier, bei einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit, beim Geld, da nimmt man das als selbstverständlich an, dass die Leute es aus ihrer eigenen Tasche finden. Ist doch wirklich grotesk, oder? Also ich würde ganz gerne zum Erfolg des Chiemgauer noch ein bisschen was vorlesen aus der Webseite. Heute, so ist der Web auf der Webseite zu lesen, sind es sage und schreibe 630 Firmen und Dienstleister, bei denen der Umsatz über die Regionalwährung bestens funktioniert. Mehr als 3000 Mitglieder zählt der Chiemgauer e.V. inzwischen. So bleibt das Geld in der Region, fördert kurze Transportwege und Arbeitsplätze vor Ort. Das haben wir gestern Abend alle schon gehört, aber es ist auch gut, das nochmal zu wiederholen. Bleibt in einem raschen Kreislauf mit den Produzenten von Umtausch und Verbrauch. Und außerdem werden auch noch gemeinnützige Projekte unterstützt. Allein die Waldorfschule in Chiemgau erhielt dadurch bis heute über 20.000 Euro. 625.000 Chiemgauer waren im vergangenen Jahr in Umlauf und erzeugten einen Umsatz von 6,5 Millionen Chiemgauern. Schon ganz hübsch. Anfangs tauschten die Geschäfte 100% ihrer Chiemgauer in Euro zurück. Heute ist es bereits ein so großes Netzwerk entstanden,
dass nur noch rund ein Viertel zurückgetauscht wird, berichtet Christian Kinkau. Christian Kinkau. Und die Teilnehmerzahlen steigen kontinuierlich an und ich hoffe durch dieses wunderbare Fest noch mehr. So. Also die Weiterführung des Chiemgauers kostet den Steuerzahler praktisch nichts, sondern im Gegenteil, sie verschafft den Kaufleuten im Chiemgau höhere Einnahmen und den Nutzern der Regionalwährung das sichere Gefühl, einen Ausweg zu haben, falls das Eurosystem zusammenbricht. Und das war ja gestern Abend auch eine Frage auf dem Podium. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir inzwischen dann so weit sind, dass wir wissen, wir brauchen uns nicht unbedingt an den Euro zu klammern als Werteinheit. Wir könnten auch eine Kilowattstunde Energie nehmen oder eine Kubikmeter Wasser oder sowas als Bezugsgröße, um eine Währung dass eine Währung anders funktionieren kann. Insofern bräuchten wir tatsächlich nicht unbedingt die Bindung an den Euro. Aber es ist natürlich, solange der Euro einigermaßen funktioniert, einfacher für die Leute, diese 1:1 Akzeptanz zu nutzen. Die Weiterführung des Euro hingegen beschert den PIGS-Staaten, Sie wissen, Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien, einen verzögerten Staatsbankrott, während die sogenannten systemrelevanten Banken und der Geberländer Deutschland, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich Milliardengewinne einstreichen durch täglich schwankende Börsenkurse und Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ja, in Japan, noch ein letztes Zitat aus Stabatti, in Japan werden Unternehmen, die insolvent sind, aber mit nahezu zinslosen Krediten über Wasser gehalten werden, Zombie-Unternehmen genannt. Banken, die am Tropf ihrer Notenbank hängen, sind Zombie-Banken. In der Eurozone erleben wir nun eine Steigerung, den Zombie-Staat. Die inflationären Gefahren werden kleingeredet oder geleugnet. So, was haben wir sozusagen zu bieten mit den Komplementärwährungen? Also einmal muss man wissen, der Chiemgauer ist eine Art von komplementärer Währung, aber nicht die einzige. Es gibt sie also auf der lokalen Ebene, Tauschringe, noch Tausende in aller Welt. Auf der regionalen Ebene schon etwas weniger, weil da braucht man tatsächlich mehr Glaubwürdigkeit. Auf der nationalen Ebene gibt es zum Beispiel in der Schweiz und das Fuyakipo-System in Japan. Also ich zeige da gleich noch einige. Und international und global gibt es auch komplementäre Währungen. Das ist alles in meinem neuen Buch beschrieben, was ich ganz zum Schluss nochmal erwähne. Und dann gibt es wiederum, also nicht nur auf verschiedenen geografischen Ebenen, sondern verschiedene Zwecke, Zeitvorsorge, das heißt für Alterspflege und dass man sich da selber auch Vorsorge betreiben kann. Es gibt Gesundheitswährung, es gibt Bildungswährung, es gibt Energiewährung. Es gibt fast kein Problem, was nicht einen Kern im Geld hätte. Und es gibt fast kein Thema und kein Problem, für das man nicht eine passende Währung schaffen könnte. Ich sage immer, als ehemals Architektin und Stadtplanerin, sage ich immer, wir haben ja auch nicht ein Gebäudetyp für alle Zwecke oder ein Autotyp für alle Zwecke oder ein Klamottentyp für alle Zwecke. Warum sollen wir ausgerechnet fürs Geld nur einen einzigen Typ von Geld haben für alle Zwecke? Es ist eigentlich absurd und ich könnte mir vorstellen, dass wir eines Tages zurückgucken werden auf diese Zeit und die Leute sich fragen werden, wie konnten wir mit einem einzigen Geldsystem auskommen? Ja, da schicken wir unsere Kinder zum Einkaufen eines Eises um die Ecke und dann zahlen die Kinder mit Geld, womit man in Japan auch Autos kaufen kann. Ja, ziemlich grotesk eigentlich. So, jetzt hat sogar der Spiegel inzwischen entdeckt, dass es da doch Lösungen gibt und in dem letzten Spiegel ist also ein sehr freundlicher Artikel über Zeit ist Geld, also eine Gruppe von Künstlern in Holland, die eine Zeitbank eingeführt haben, kein Wort davon, dass das in der Welt schon tausendmal praktiziert wird. Aber die Journalisten kommen der Sache etwas näher. So, der Wir-Wirtschaftsring, das ist ein wirklich ganz wichtiges Beispiel für uns, weil es halt seit 75 Jahren funktioniert in der Schweiz, wo sich die kleinen und mittleren Unternehmen zusammengetan haben 1934, als sie wie heute die kleinen und mittleren Unternehmen keine Kredite von den Banken kriegen, haben sie gesagt, wir geben uns gegenseitig Kredit. Und das gibt jetzt 15 regionale Gruppen mit 60.000 Mitgliedern und der Jahresumsatz schwankt so um 2 Milliarden.
Und das Interessante ist, das ist ein System, das antizyklisch funktioniert. Wir haben ja vorher gesagt, eine der großen Probleme mit dem heutigen Geldsystem ist diese Boom- und Bust-Unterstützung der Auf- und Abschwünge. Und man hat also über 75 Jahre die Statistiken geprüft. Immer wenn es der Wirtschaft schlecht geht, steigt der Umsatz in Bier. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht er runter. Ist auch klar, wenn Sie Ihre Sachen in Schweizer Franken verkaufen sollen, warum sollen Sie Bier benutzen? Aber wenn das mal nicht mehr geht, ist das ganz praktisch. Und dieses Modell wurde von Walter Smets von einem einzelnen Belgier auf Belgien insgesamt übertragen und dient heute 100.000 Konsumenten und 5.000 Firmen mit einem Jahresumsatz immerhin von 35 Millionen Rees. Das ist die Währungseinheit gleich Euro. Und der Mann ist von einer Bank ganz schlecht behandelt worden, als er in einer Notsituation war. Er hat gesagt, dem zeige ich es. Und hat also geguckt, was kann ich stattdessen machen, hat dieses Wir-Modell gefunden, hat das auf Belgien übertragen. Und im Gegensatz zur Schweiz ist also in Belgien tatsächlich sind die Konsumenten auch mit dabei. In der Schweiz sind nur die kleinen und mittleren Unternehmen dabei. Zwei kleine Beispiele, die auch mit von Bernadetta angestoßen wurden und die einfach zeigen sollen, wie Probleme mit komplementären Währungen gelöst werden können. In der Stadt Gent hatte man ein großes Problem mit Migranten. Man hat diese Migranten zusammen eingeladen und gesagt, was möchtet ihr, was wünscht ihr euch von der Stadt? Und die haben gesagt, am liebsten hätten wir ein Stück Land, wo wir unsere Obst und unser Gemüse anbauen können. Und dann gab es in der Nähe der hauptsächlich von Migranten bewohnten Türme, also das waren Hochhaustürme, gab es eine Industriebrache, die dann sozusagen umgewidmet wurde für diese Migranten, um dort so eine Art Schrebergärten zu machen. Und die konnten die Pacht für ihr Stück Land mit Torekes, das heißt also auf Belgisch Türmchen, damit sind eigentlich diese Hochhaustürme gemeint, damit konnten sie die Pacht bezahlen. Und dafür mussten sie irgendwas machen, was die Stadt sowieso brauchte und nicht bezahlen konnte. Also von Freiheiten, von Parkwegen, von Schnee oder weiß ich, Geländer streichen, Wege sauber halten, was immer. Und das konnten sie machen und dann konnten sie diese Tourist verdienen und damit ihre Pacht bezahlen. Und inzwischen zirkulieren diese Tourist also unter in den Geschäften. Und es gibt jetzt insgesamt 500 verschiedene Aktivitäten, mit denen man das bedienen kann. Also das ist das erste Mal in Europa, deswegen zeige ich das Beispiel, dass eine Stadt eine komplementäre Währung eingeführt hat. Bis jetzt sind es immer private Gruppen gewesen. Und dasselbe interessant in Zürich-Leutschenbach. Und hier komme ich eigentlich zu meinem ursprünglichen Beruf zurück, nämlich als Architektin und Ökologin. Wie kann man eigentlich in Neubausiedlungen den sozialen Klebstoff herstellen? In Zürich ist es im Moment so, dass die Stadt Zürich fast nur einen Zuzug hat von älteren Menschen, weil die Wohnungen so teuer geworden sind, dass sich junge Menschen das überhaupt nicht mehr leisten können, dort zu wohnen. Also die Kindergärten werden leer, die Schulen werden nicht mehr gebraucht, es ist die ganze Infrastruktur ist völlig überdimensioniert. Jetzt hat die Stadt Zürich da auch eine Industriebrache freigegeben an eine Genossenschaft für den Bau billiger Wohnungen, wo junge Leute bewohnen können und an junge Leute vergeben werden, sondern Familien. Und die Frau, die diese Genossenschaft leitet, hat an einem Seminar teilgenommen, nach wie man für Probleme neue Gelder entwickelt. Und für Zürich-Leutschenbach hat also diese Genossenschaftsgruppe entwickelt die Idee, Amore, eine neue Währung herauszugeben. Die kann man so verdienen, indem man Feste organisiert, irgendwelche Gartendinge pflegt, alte Menschen, Kinder und sowas. Also alle möglichen sozialen Leistungen, die sonst Geld kosten oder ja, irgendjemand organisieren muss und wenn sie freiwillig gemacht werden, immer nur zeitlang funktionieren und dann wieder nicht mehr. Nein, für die kriegt man hier diese Amore, diese neue Währung und in den Mietverträgen für diese Wohnung wird ein Teil verlangt in Amore. Jeder muss ein bisschen seiner Mietkosten in Amore bezahlen. Das heißt, die Leute haben wirklich einen Anlass, auch sich gegenseitig kennenzulernen und so weiter. Und dadurch eben ein soziales und ökonomisches Engagement zu bezahlen. Das haben wir schon gesehen, also zinstragende Euro. Diese ganzen komplementären Währungen funktionieren alle ohne Zinsen, viele sogar ohne Steuern. Die Altenvorsorge in Japan zum Beispiel wird natürlich besteuert, weil die Gruppe dem Staat etwas abnimmt, was er sonst bezahlen müsste.
Wenn man heute guckt, was in Zinsen drinsteckt, Arbeit der Bank, Risikoprämie, Liquiditätsprämie, dann könnte man das in einer verteilungsneutralen Währung mit einem Umlaufimpuls, könnte das entfallen. Und das heißt, wenn man jetzt sieht, diese Zinstreppe, das ist der eigentliche Grund für das exponentielle Wachstum, während der Umlaufimpuls sozusagen wird auch belohnt, dass das Geld weitergegeben wird. Also man zahlt dann für 6%, wie Sie kennen das ja von Kinder, muss ich Ihnen nicht erklären, ich habe hier einfach eine 6%ige Summe eingesetzt, um der heutigen Situation nahe zu kommen, auf Bargeld oder Girokonten, 3% für kurzfristige Anlagen. Und der Trick ist der, wenn Sie das Geld zur Bank bringen würden, und das kann man heute beim Kinder im gewissen Sinne auch schon machen, da verlieren Sie nicht. Das heißt, das Geld landet bei der Bank. Und jetzt sagen die meisten Leute, ja, aber was heißt das denn? Also das ist nämlich der schwierigste Punkt, deswegen gehe ich auf den nochmal ein. Der Umlaufimpuls, das ist doch die Inflation, das haben wir doch heute schon. Das Geld verliert doch, was soll das Ganze? Und hier einfach mal Vergleich Umlaufimpuls und Inflation. Der Umlaufimpuls betrifft nur den Bargeldbestand. Wenn man in Deutschland einen durchschnittlichen Bargeldbestand von 6.000 Euro pro Haushalt annimmt und einen 5%igen Umlaufimpuls im Jahr, dann wäre das im schlimmsten Falle 300 Euro im Jahr. Während die Inflation natürlich immer alle Geldvermögen betrifft. Und die Geldvermögen in Deutschland, wenn man den Durchschnitt nimmt, sind 200.000 Euro pro Haushalt. Eine Inflation von 5% wäre ein Verlust von 10.000 Euro. Also schon ein gewaltiger Unterschied. Ja? 300 Euro pro Jahr gegen 10.000 Euro pro Jahr. Jetzt werden vielleicht einige sagen, man vergleicht hier Eier und oder was ich, Äpfel und Birnen und sowas. Aber nein, man muss ja sehen, worauf bezieht sich eigentlich dieser Umlaufimpuls bzw. die Inflation. Das heißt, die Einnahmen gehören alles. Das sehen Sie auch, was vom Kiemenauer an Umlaufsicherung eingenommen wird, gehört allen. Das wird an diese gemeinnützigen Vereine weitergegeben. Man verlagert die Geldbestände in die Banken. Der Zins kann um plus minus 1 herum pendeln und die Geldmenge wird steuerbar. Das heißt, die Zentralbanken, die, falls da zu viel Geld bei den Banken lagert, das auch bekommen können, dass man die als, so als Parkplatz benutzt. Da, die wissen dann, jetzt haben wir zu viel Geld geschaffen. Das heißt, im Grunde genommen ist diese ganze Umlaufimpulsidee tatsächlich in ganz vieler Hinsicht sehr, sehr praktisch. Und das ist der Chiemgauer, brauche ich Ihnen vielleicht nicht weiter zu erklären. Sie alle kennen das, Ausgabestelle, nicht? Die Kunden kaufen das und die Unternehmen benutzen das und können es entweder weitergeben und damit bezahlen oder sie können es zurücktauschen und zahlen dann eben diese 5%. Und was ich jetzt genial finde, das, also muss ich wirklich gratulieren, dass die beiden, zwei der ursprünglichen Initiatoren, nämlich Christian Gelbery und Thomas Meyer, sich die Mühe gemacht haben, dieses Modell auf Griechenland zu übertragen und da auch die ganzen Erfahrungen dieser 10 Jahre in dieses Modell einzubauen. Also es soll der griechische Euro gedeckt werden durch Euro und dann eben schneller zirkulieren, wie das beim Chiemgauer auch der Fall ist, eine Mindestreserve von 90%, das heißt die Leute wissen, das Geld ist durch Euro gedeckt, eine Geldumlaufsicherung, auch ein Umlaufimpuls von 8% und eine Abflussbremse von 10% bei der Konvertierung. Das heißt, das wäre etwas teurer, als es jetzt beim Chiemgauer ist, wo man also praktisch nur 5% bezahlt, wenn man das wieder umwechselt. Das wäre etwas höher hier. Aber es würde die Wirtschaft beleben, die Leute könnten das sparen ohne Verlust, die Banken können es weitergeben für geringe Zinsen, damit würde die ganze Wirtschaft belebt werden. Also ich halte das von den 30 oder mehr, Ludwig, wie viele Währungen, Parallelwährungen habt ihr verglichen? 30, nicht? Also Ludwig Schuster ist ja auch dabei, er war einer der Leute, die zusammen mit der mittelständischen Industrie ein Symposium organisiert hat, wo diese 30 Vorschläge für komplementäre Parallelwährungen in der Eurozone diskutiert wurden und hat da die Sache etwas systematisiert, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Vorschläge sind. Und das ist zustande gekommen, nachdem der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, also man höre und staune, eine Parallelwährung für Griechenland für möglich gehalten hat und das auch veröffentlicht hat. Und natürlich war Christian Gelbery dabei mit seinem Euro und ergänzt Euro. Und ich möchte doch ganz kurz lesen, was Christian dazu sagt. Ich finde das perfekt.
Mit dem Euro, sagt Christian, haben die südeuropäischen Länder eine historische Chance, ihre Volkswirtschaften wieder nach vorne zu bringen und den Menschen mit neuem Geld eine neue Chance zu geben. Entscheidend ist ein Paradigmenwechsel, weg von kreditfinanzierten Staatsausgaben, Deficit Spending und dauerhaften Importüberschüssen hin zu einer dynamischen und regional angepassten Geldpolitik, die langfristig eine vollständige Integration in die Eurozone ermöglicht. Und eben vor allen Dingen auch, dann können die Griechen auch den Euro behalten. Sie müssen nicht rausgehen, sondern sie haben dann ihre eigene Währung, wie auch andere Staaten, die sie auch abwerten können oder die dann auch aufgewertet werden kann, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht. Und damit wäre also kein Gesichtsverlust verbunden, damit wäre halt unglaublich viel Wohlfahrtswirkung verbunden. Jetzt ganz zum Schluss noch ein kurzer Vergleich zwischen komplementären Währungen und normalen Währungen. KW und MG. Die komplementären Währungen sind immer Nutzen statt profitstiftend. Das ist also, wenn ich Profit sage, ist das Geld Profit. Sie sind immer begrenzt statt überall verwendbar. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Also Sie können halt mit dem Euro nicht ohne weiteres in Japan Autos kaufen, sondern Sie müssen den erst umwechseln, da eine Gebühr bezahlen und so weiter. Sie sind gebührengesichert statt zinsbringend. Also hier wie der Chiemgauer, Sie wissen, wie das funktioniert. Und damit kann man den Zins eben praktisch eliminieren. Sie sind transparent. Jeder versteht, wie der Chiemgauer entsteht. Und alle anderen Komplementärwährungen auch, statt undurchsichtig geschaffen. Wie das heutige Geldsystem funktioniert, da streiten sich die Ökonomen immer noch drüber. Gemeinschaftsfördernd statt verhindernd. Also das ist wieder Charles Eisenstein. Ja, also das haben wir gestern Abend erlebt mit dieser wunderbaren Talkshow hier vorne, wie die Leute begeistert waren und gesagt haben, wie sie mit dem Geld umgehen und so weiter. Ich fand, das war eine wunderbare Einführung in die ganze Sache. Also Gemeinschaft fördern statt verhindern. Wenn Sie mit dem Euro bezahlen, dann können Sie rausgehen, haben Sie mit dem Mann nichts mehr oder mit dem Geschäftsmann überhaupt nichts mehr zu tun. Okay? Also das ist ein Vorteil, ist auch eine Freiheit, aber ist eben auch ein Nachteil. Und Inflationsdämpfen statt Inflationsfördern. Also die Komplementärwährungen sind ja auf jeder Stufe der Weitergabe immer hundertprozentig durch Leistung oder Güter gedeckt, während das beim Euro, bei dem herkömmlichen Geldsystem ganz anders aussieht. So, und sie sind also zum großen Teil Leistungs- statt Besitz gedeckt. Sie wissen, sie kriegen Kredite im heutigen System fast immer gegen irgendwelche Garantien von, weiß ich, Patenten oder Häusern oder Grundstücken oder sowas. Also während das bei den Komplementärwährungen auch beleistet werden kann. Und das Allerwichtigste, wenn Sie bitte herausgeben und das behalten, der größte Vorteil überhaupt ist, alle Komplementärwährungen sind ein Gewinn für alle. Während Sie in dem Film gesehen haben, unser heutiges Geldsystem ist ein Gewinn nur für 10% der Bevölkerung. 90% zahlen auf. Also das finde ich, es macht mich jedes Mal wütend, wenn ich darüber nachdenke und sage, versteht nur keiner. Die Leute merken, ich habe gestern mit meiner Freundin, die Architektin, ist gesprochen, die sagte, der Druck wird immer, immer größer und jeder empfindet das. Und warum wird er immer größer? Weil ein großer Teil des Verdienstes eben umverteilt wird zugunsten einer ganz kleinen Minderheit. Und ja, wir müssen uns nun leider damit beschäftigen. Und deswegen bin ich so froh, dass die Zeitung jetzt sich mit dem Geld auseinandersetzt. So, und da sind noch die paar Bücher. Also das war mein erstes, finde ich immer noch mein bestes Buch. Das Regionalwährungsbuch, das ist so eine Einführung in die. Und da habe ich gedacht, damals, als ich anfing, das lässt sich von oben her verändern. Da habe ich aber herausgefunden, es muss von unten her kommen. Nicht? Die Leute treffen sich dann aber auf einer Ebene. Und deswegen ist das Regionalwährungsbuch mit Bernard Lyotard zustande gekommen. Und dieses hier ist sozusagen die absolute Essenz aus 30 Jahren Lernprozess, Occupy Money. Da habe ich aus 250 Seiten 70 Seiten gemacht und bei jedem Satz mich gefragt, müssen das die Leute verstehen, damit sie verstehen, um was es geht? Ja, dann ist es drin geblieben und uns ist raus. Also auf 70 Seiten ist da nicht nur drauf, was verkehrt läuft, sondern auch, wie man es anders machen kann. Und ich hoffe, dass das viele Leute lesen.